Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Ja, die heutige Sendung kommt vom lieben Ludwig, meinem Arbeitskollegen. Und was der mir davon zu Hause mitgebracht hat, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Ja, der Ludi hat schon mal vor längerer Zeit angekündigt, dass er mir wieder mal was mitbringen möchte. Und gestern wurde es dann wohl akut, da hat er mir dann auf WhatsApp geschrieben, ey Julian, ich habe keinen Platz mehr in meiner Kommode, ich bringe auf jeden Fall morgen zwei Boxen mit. Und hat mich dann darum gebeten, ihm vielleicht noch ein Playset von diesem Übelschalling-Monster aus Extreme Force mitzubringen. Habe ich gemacht. Streng genommen wäre es also ein Trade und würde gar nicht zu den gespendeten Mega-Openings passen, aber wenn man mal bedenkt, dass das, was hier drin ist, den Wert dieser drei Karten um ein Vielfaches übersteigt, muss man eigentlich sagen, und er weiß das ja bestimmt auch, ist ja vollkommen klar, ist ja nicht auf den Kopf gefallen, dann kann man einfach davon ausgehen, dass man das als gespendetes Opening sehen kann. Ja, ich sehe es mal so. Dann will ich auch eigentlich gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir fangen auch gleich an. Alles, was ich mich frage, ist, wie schafft man es denn, den Lachs so abzukriegen? Ist er da mit Schmirgelpapier drüber? Wir legen los mit der Legendary Collection, genau, mit der Yugi Legendary Decks 2 Box, weil mir die einfach so gut gefällt. Und gucken mal, was uns da mitgebracht hat. So ein bis zwei Karten hat er schon gespoilert, was drin sein wird. Aber ich denke mal, der Großteil der Karten hier drin wird immer noch eine Überraschung für mich bleiben. Wir haben ja ziemlich viele LED-2 Karten. Oh, rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrache. Der kommt ja, glaube ich, auch aus Cross. Und da ist er in Super Rare, glaube ich, auch fast 7 Euro oder so wert. Zumindest war das der letzte Stand, wo ich nachgesehen habe. Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Damals war auch die Master Rule 5 noch nicht angekündigt. Vielleicht ist er ja irgendwie davon in einer Richtung oder in einer Art und Weise betroffen, dass das den Wert wieder senkt, weil selten ist die Karte ja nicht. Okay, dann haben wir Aether, der Himmelsmonarch. Der ist also nicht mehr nehmend. Der hat hier schon eine wirklich gute Silver Ring am Eck oben. Trotzdem coole Karte, damals aus dem Monarchen Structure Deck. Coole Sache. Da muss ich dann wieder mal die ganzen Karten begradigen hier. Ah, das liebe ich dann immer, wenn man dann so umswitchen darf. Da kriegt man irgendwann Gelenkschmerzen. Oh, nice. Aus LED2 Regenbogenbrücke. Mega cool. Alter. Sehr schön. Das ist eigentlich diese antike Stadt Regenbogenruinen, nur noch ein bisschen anders designt. Mega schön. Füge deine Hand eine Kristallzauberfalle von deinem Deck hinzu. Und der Effekt ist ja so kurz. Fast wie früher, Leute. Das wird ja wieder richtig retro. Das ist für mich ein Highlight. Das legen wir mal raus. So, dann schauen wir mal, was uns noch so alles erwartet. Das sind natürlich die sich immer wiederholenden Commons, weil das offensichtlich alles LED-2-Zeug ist. Das ist ja vollkommen klar. Tausendäugiges Opfer. Alter, dass sie den Kamen rausgebracht haben, das ist halt schon traurig, ne? Das ist halt schon traurig. Wenigstens die Rare hat jetzt eine Chance auf höhere Preise, nachdem die Rares aus normalen Sets verschwunden sind. Einfach weil automatisch dadurch die Nachfrage an solchen Karten steigt im Laufe der Zeit. Da haben wir jetzt Erebus, der Unterweltmonarch. Der hat auch Silvering. Den legen wir trotzdem mal zur Seite. Dann haben wir Auslöschen aus den Legendary Decks 2. Die Karten scheinen hier auch drin zu sein. Mega cool. Legen wir auch mal raus. Exodia, die Verbotene, ja, wird wahrscheinlich auch in Coming komplett drin sein. Es ist übrigens erstaunlich, was die aus den Yugi Legendary Decks geht, die Exodia. Ich glaube, das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, komplett 21 Euro. Brutal, ohne Witz, richtig brutal. Leuchtfeuer des Weißen, Artwork, das ich nie so wirklich mochte, ist mir halt zu blaulastig. Ja, Blue Eyes, ich weiß, aber das ist einfach kein Argument. Die machen alles blau zurzeit oder blau oder weiß oder irgendwie so in der Richtung oder eine Kombi daraus. So, wo sind die Zauber und Fallen, die noch einen schönen Kontrast dargestellt haben, frage ich mich. Ah, Eiskönigin. Eiskönigin in kaputt. Autsch, was ist denn damit passiert? Ist ja krass. Gehen wir zur Seite. Dann haben wir, Spielmarkenbaum. Das ist eine coole Karte, die finde ich lustig. Ich glaube, die war sogar neu aus dem Adventskalender. 2018 muss sie gewesen sein.
Schauen wir mal. Oh, Geisterschnitter und Winterkirschblüte. Ja, genau. Einer der weiteren traurigen Reprints der Karte. Ah, oh, die ist so tot geprintet worden. Im Allgemeinen diese ganzen Handtraps. Nummer 41, Spielzeugmagier. Also das scheinen alle hier Hoschingen. Also die scheinen hier wirklich... Hier scheint wirklich die ganze Ladung dabei zu sein, also der ganze Adventskalender, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, Weihnachtsunterwäldler, der muss natürlich drin sein, der muss. Schade, dass am 19. nicht drin war. Ich finde, das ist irgendwie so ein guter Gag, so ein schönes Ritual, sage ich mal, die einfach immer in diesen Adventskalendern zu printen. Ich meine, dadurch ist natürlich auch klar, dass die nie selten wird, aber trotzdem... Das war, ich weiß gar nicht, mit welchem Set war es auch, Extreme Force oder so, war das eine Common Shortprint, Kracher, mega cool. Dann haben wir Tour Latin, das war ursprünglich eine Secret Rare aus einem GX-Set, Zeremonienglocke, finde ich cool, dass sie mal ein Holoprint bekommen hat, Geistertrick, Väterchen Frost, da hätten sie gerne eine andere Karte nehmen können von den Ghost Tricks, weil die hat ja schon ein Holoprint in Ultra Rare. Geistertrick Yeti, Schneemannfresser, okay, dann haben wir eine richtige Ladung Holos gehabt. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir aufeinandertreffende Wünsche. Dann. Verräterische Schwerter aus den Yugi Legendary Decks. Auch cool. Also da scheinen wohl tatsächlich einige Legendary Decks Karten dabei zu sein. Die hat er wohl nicht behalten. So, dann schauen wir nochmal weiter. Ja, alles schöne Oldschool-Karten. Gab es die eigentlich auch schon mal früher? Ich kann mich an die gar nicht erinnern. Oder ist das einfach nur eine neue Karte für ein altes Thema? Ich weiß nicht, irgendwie sagt mir die Karte gar nichts. Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich die sehe aus dem Set. Might mit den blauen Augen aus den Legendary Decks 2, auch mega cool. Ist einfach ein schönes Artwork, kann man mir erzählen, was man möchte. Sau cool. Dann haben wir die Melodie des erwachenden Drachen, oder der erwachenden Drachen. Die war damals auch relativ hoch im Preis. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Aber dennoch eine saucoole Karte. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir noch den blauäugigen ultimativen Drachen. Ebenfalls aus den Legendary Decks 2. Sehr cool. Dann schauen wir mal weiter. Halbwegs gut sortiert. Muss man Ludi lassen, ne? So. Oh, Alter. Nice. Kokon der Ultra-Evolution. Sau geil die Karte. Aktuell bei ungefähr 7 Euro das Stück. Richtig, richtig nice. Alter Vater, wow, da geht's gleich weiter. Regenbogen-Überdrache. Mega nice. Alter. Ist das krass. Dieses Design auch mega schön. Schaut euch das mal an, Leute. Alter, und das ist noch eine richtige Super-Rare. Alter Vater, und da geht's gleich weiter. Da haben wir dann, ungewandelte Insektenkönigin. Die ist zwar nichts wert, sieht aber auch mega geil aus, ohne Witz. So ein bisschen auf Insektenkönigin halt gemacht, so ein bisschen aufgepeppt, wenn man so möchte. Mega cool. Oh, aufgegebene Fusion. Die geht, glaube ich, auch noch so ein paar Euro, 3-4 Euro vielleicht. Alter Vater, jetzt geht's aber los hier. Dann haben wir ultimativer Kristallkreis aus LED2 ist natürlich auch, also wie viel die jetzt wert ist, weiß ich nicht, sieht aber auch cool aus. Ist natürlich auch eine ganz normale Booster-Holo, dementsprechend liegen wir die natürlich auch raus. Und wow, da haben wir nochmal tatsächlich Regenbogenbrücke, die geht ja auch so 4 Euro, 4,50 Euro das Stück, mega krass. Alter, das war jetzt mal eine Ladung, oder? Schaut das mal an, Leute, mega fett. Ist ja krass. Hier, Ludi, ungeahnte Schätze in seine Kiste gehabt, oder was? Okay, haben jetzt wieder die typischen Holos halt. Was denn das? Nebelerz und der Weltler kenne ich gar nicht. Muss wohl an mir vorbeigegangen sein. Dann haben wir Eva, Parsath, der heilige Erzluftritter und Kraftengel Valkyre. Mega cool übrigens vom Design her. Sieht richtig oldschool aus. Aus dem Structure Deck. Mega cool. Oh, das Heiligtum von Parsath. Auch eine Super Rare aus dem Set. Dann haben wir Wiedergeburt von Parsath. Okay, also die ganzen ganzen Holos aus dem Lichtdeck quasi. Sehr schön. So, das werden dann wahrscheinlich auch die Cummins aus dem Set sein. Die ganzen Herolde. Auch cool. Geschwisterbund war aus den Legendary Decks damals richtig teuer. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Aber trotzdem immer noch eine coole Karte.
So, dann haben wir Eidos, der Unterwelt der Knappe. Dann haben wir Pantheismus der Monarchen. Die legen wir mal zur Seite. Seelenlast, okay, das ist der letzte, das letzte Teil der Exodia gewesen, wo wir vorher gesehen haben. Das sind jetzt LDK 2 Commons. Was haben wir hier? Erzunterwäldler, schwarzer Totenkopf da. Ja, und der ist auch recht badass gezeichnet, aber ich finde irgendwie der Hintergrund ist nicht so stimmig. Okay. Wow, bist du. Wow, das ist wieder cool. Der schwarze Stein der Legende. Das ist für mich einfach rein optisch ein Highlight. Rückkehr der Rotäugigen, auch mega cool. Die legen wir mal beiseite. Den Stein will ich mir mal rauslegen, einfach weil er nice ist. Ich weiß gerade gar nicht, was er geht, aber... dann haben wir Duell quer durch die Dimensionen. Das ist eine LED 2 Super Rare wieder. Die legen wir uns auch mal raus. Dann haben wir antike Antriebshydra. Zweimal gleich, okay. Auch cool. Die legen wir uns natürlich auch raus. Oder zur Seite, sagen wir es mal so. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So. Dann haben wir aus Destiny Soldiers ziehen, verbessern. Auch gut. So. Das ist jetzt alles antike Antriebsstuff. Alles aus dem antiken Antrieb. Deck, so wie es aussieht. Maxi. Immer cool. Die war vor einer Weile als Holo noch sauteuer. Mittlerweile nicht mehr, aber vor einer ganzen Weile war die noch richtig hoch im Kurs. Nochmal eine antike Antriebshydra. Okay. Das hat er sich. Oh, das ist auch gut. Maschinenduplizierung. Auch ein Kamen. Egal wie oft die gereprintet wird, die geht immer ein bisschen was. Das ist auch irgendwie eine ulkige Karte, muss ich sagen. Also, dass ich wohl zwei Decks auf jeden Fall gegönnt, würde ich mal sagen, der Gönjamin. So, ziehen verbessern legen wir natürlich auch raus. Das ist eine Hono. So, dann schauen wir mal, was haben wir noch. Nochmal tausendäugiges Opfer, ist halt schon traurig. Ne? Schauen wir mal, was ist denn das? BM4 Sprengspinne. Ach so, ja, die... Thunkönigreich hatten sie dann auch gereprintet, genau. Hat aber der Originalen irgendwie keinen wirklichen Abbruch getan, also die geht ja doch immer noch ein bisschen was. Instant Fusion natürlich immer gut, ne? Zweimal sogar, mega cool. Instant Fusion geht immer ein bisschen was zumindest, oder wird immer ein bisschen was gehen, auch wenn diesen Reprint bekommen hat, solange die irgendwie spielbar ist. Nach einer Weile stabilisiert sich der Preis wieder, dann kriegt man für den Reprint auch wieder einen Euro. Also das ist halt schon heftig, diese Karte steht, was ihren Wert angeht, immer wie so ein Fels in der Brandung irgendwie. So, dann schauen wir mal weiter, dann haben wir Idea, der Himmelsknappe. Und da haben wir wieder Monarchen. Wieder, oh, drei Instant Fusions, auch gut. Und dann haben wir hier, oh, dunkelster Diabolos, Herr der Höhle. Sehr geil, Leute, sehr geil. Das ist so eine Karte, die gefällt mir optisch halt richtig gut. Da war auch diese Dame des Untergangs, oder wie die heißt, dabei, was meine absolute Lieblingskarte aus dem Ganzen ist. Sehr schön, den lege ich mir mal raus, einfach weil er geil aussieht. Ich liebe diese Karte. Mit viel Glück ist die Dame wohl auch dabei. Dann haben wir Grinse Grabvirus. Ja, das ist so eine Erweiterung für diese Viruskarten. Finde ich gar nicht mal schlecht eigentlich. Ganz cool soweit, lege ich jetzt mal aber nicht raus. Was ist denn das? Herzog Shade, der sündhafte Schattenherr. Das Artwork ist aber auch geil. Mega nice. Muss auch eine neue Karte sein. Ah, und da haben wir Lilith, Dame der Wehklage, genau. Dame der Wehklage heißt sie. Einfach wunderschön. Das Monster, perfekt gezeichnet. Der Hintergrund stiehlt dem Monster nicht die Show. So müssen die Karten aussehen heutzutage. Dann Höhle der Finsternis. Arima, boshafter Aufseher. Okay, auch aus dem Deck. Oh, Destiny Soldiers, Finsterlords. Mega cool. Finsterer Tetzkatil. Nee. Vergesst es. Dann haben wir Schleier der Finsternis. Finsterlord. Ediare. Oder Arai, wenn man ausspricht. Verlockung der Finsternis. Die geht wahrscheinlich auch wieder mal so ein Euro oder sowas weg. Auch für den Disoprint. Dann haben wir Finsterlord Asmodeus. Finsterlord Morgenstern. Alter, die sehen alle so geil aus. Ne? Vor allen Dingen der hier sieht auch echt böse aus. Ohne Witz, mega cool. Finsterlord Cerato. 10 verbessern. Finsterlord Amdusk. Mein Lieblingsfinsterlord vom Aussehen her. Ich finde den einfach so mega krass mit dem Grün hier unten. Das sieht einfach so fett aus. Ohne Witz.
Alter Vater, mega cool. Mega cool. Dann haben wir Finsterlord Rebellion, die Karte, die ich selbst nie gezogen habe irgendwie. Von denen habe ich auch noch ganz wenige. Nochmal ein Morgenstern, Verbannung der Finsterlords, schwarzes Loch, Finsterlord Verzauberung. Oh, dieses Artwork. Das war, glaube ich, Excel oder wie die heißt. Das war eine richtig teure. Ich glaube, die geht auch heute noch 10 Euro oder so. Sehr schönes Artwork. Tatsächlich eine meiner Lieblingsfallenkarten der modernen Zeit. Nochmal schwarzes Loch, ein Zahlungenname, Finsterlord Superbia, Finsterlord Array, falls das ausgesprochen wird, Erzherrscher Christia, schwarzes Loch, Finsterlord Superbia, Finsterlord Schwester Reficule, die war ja vorher kein Finsterlord, die wurde ja tatsächlich erst umbenannt. Dann nochmal Asmodeus, also es wiederholen sich natürlich einige Karten. Da sich die Secret Rares auch wiederholen, mehrfach, denke ich mir tatsächlich, dass er wahrscheinlich auch zwei Stück aufgemacht hat. Und noch ein Finsterlord. Dann machen wir mal hier weiter. Dann haben wir jetzt die ganzen Rares wieder aus LED2, so wie es aussieht. Dann haben wir hier Photonenstrahl wieder aus LED2. Sehr cool. Oh, aufgegebene Fusion nochmal. Krass. Alter, mega fett, Leute. Richtig, richtig schön. Holy smoke. Und nochmal die umgewandelte Insektenkönigin. Auch mega schön. Ja, das hat er wohl auch öfter aufgemacht, das Set, muss man sagen. Nochmal ultimativer Kristallkreis. Mache ich das denn jetzt so? Und dann haben wir gleich die nächste, nämlich Kristallverbindung. Auch sauschön. Wieder so ein bisschen Kristallungeheuer-Support. Hat zwar nicht eingeschlagen wie eine Bombe, ist aber trotzdem sehr, sehr cool gewesen. Und schauen wir mal weiter. Also ihr seht schon, und das ist halt erst die erste Box, ich bin auch schon auf die zweite gespannt. Alter, wir sind ja schon bei fast 20 Minuten. Ich schaff's halt immer wieder aus zwei Boxen oder so über eine halbe Stunde Videomaterial rauszuholen. Also was das angeht, bin ich wirklich unschlagbar. So, schauen wir mal. Letzter Stapel der ersten Box. Da haben wir Sicherheitsdrache. Bäh. Sicherheitsdrache, platinfarbener Apparat, damit Stupos darf wieder Dekodiersprecher, Linkoribo. Linkoribo auch aus Dupo ist für mich ein Highlight. Ich lege nochmal raus. Das ist halt wirklich mal ein Koribo, wo ich sage, er sieht modern aus, aber er gefällt mir trotzdem und ich kann ihn als Koribo akzeptieren. So Sachen wie Regenbogen-Koribo oder so, ey, da kommt es mir hoch. Ja, oder Gerümpel-Koribo oder wie sie alle heißen. Photon-Koribo und Schlag mich tot. Diese Koriborn ist auch noch ganz okay gewesen, aber diese ganzen moderneren Koribos waren alle für den Arsch, ohne Witz. Was auch ein richtig geiler Koribo ist, ist der, der im OCG rausgekommen ist, den wir bei Palladium Oracle Mana auf dem Artwork sehen, den sie so in der Hand hat. Den gibt es ja auch als separate Karte und den muss ich mir auch noch ranholen. Also der ist mega cool, den habe ich leider noch nicht. Instant Fusions, Alter, Instant Fusions. Ich kann in Instant Fusions mittlerweile baden gehen, habe ich das Gefühl. Okay. So, dann haben wir tatsächlich noch eine coole Holo. Nämlich Nummer 11, großes Auge. Ja, damals wäre das, ouch, die ist ja richtig im Eimer. Sehe meine Knick oben an. Knick. Die wäre damals tatsächlich richtig was wert gewesen. Oder war damals richtig was wert. Aus dem Rayel Omega Pack war das damals tatsächlich die wertvollste Karte, die man ziehen konnte. Heute geht es erst im Set noch 1 Euro. Hier wahrscheinlich noch weniger. Und Nummer 28, Titanische Motte. Aber beides coole Karten. Hier passt auch der Douglas-Saga-Effekt mega gut dazu. Sehr schön. Kommen wir mal zur zweiten Box. Die zweite Box ist am Start und wir legen natürlich gleich los. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. So, da haben wir jetzt weniger LED-Stuff, so wie es aussieht, sondern mehr Code of the Duelist-Karten. Ja, Code of the Duelist. Das erste Set. Wow! Elementar hält auf, richtiger Neos. Der geht auch so 3-4 Euro aus Duelist-Saga. Mega cool. Legen wir uns natürlich auch raus. Das ist ein Highlight. Jetzt habe ich allerdings vergessen, was ich sagen wollte. Brodonna, Amulett des Meeresherrschers. Visionsheld Vajen, der war damals auch relativ viel wert, kam ja in Duelist Saga raus. Weißer Schleier, auch mega cool. Dann Übelschad Zahak aus dem Astralpack, aus dem Hidden Arsenal 7. Auch mega cool. Dann schauen wir mal weiter. Oh, hier ist wieder alles durcheinander. Alles durcheinander. Ja, Wahnsinn. Ich kriege ja einen Gelenkschaden vor lauter Drehen. Edelsteinritter Sardonyx, Phönix Ungeheuer Garuda, Sternzeichenkundler Akubenz, Sternzeichenkundler Sheratan, Gishki Vorankündiger, Sternzeichenkundler Hyaden,
was ja so ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, ob der was geht. Es gibt ja so ein paar Hidden Arsenal-Karten, die was wert sind. Ich glaube aber der nicht, aber der sieht halt echt cool aus. Mega cool. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Nehmen wir uns mal was aus der Mitte raus. Ups. So. Ein bisschen modernerer Kram. Doppelflossenhai. Stille Angler. Edelsteinritter Lazuli. Dann haben wir Megaloreißer X. Ja, mal eine recht moderne Vanilla. Endlich mal wieder. Ich vermisse die Vanillas irgendwie. Könnten gerne mal ein bisschen mehr werden. Haben zwar eigentlich keinen spielerischen Mehrwert, aber so für die Sammler, so einfach als nettes Ding nebenbei, so in eins der Hauptsets oder so, mal einfach mal 4-5 Stück, wir haben ja immer so eine drin oder so, aber so 4-5, vielleicht mal 6 Slots damit belegen, wäre doch gar nicht so verkehrt. Dann haben wir vollgepanzerter Kristall 0 Lanzenträger, Nummer 94 Kristall 0, Kraftwand, auch ein schönes Artwork, Zodiagrammbock, okay. Dann haben wir Sternzeichenkundler Ptolemy M7. Auch gut. Oh, und Obelisk, der uns jetzt hier fast flöten gegangen wäre. Der wird auch einen oder anderen Euro, ist natürlich auch ein Highlight. Dann Grenosaurier aus dem Structure Deck 2011. Die Druckqualität war damals unter aller Sau, dementsprechend finde ich es umso besser, dass die hier erstmal first ist und zweitens in einem recht guten Zustand. Bin ja schon fast stolz auf den Ludi. Obwohl bei dem eigentlich immer alles im guten Zustand ist, da kann man sich nicht beschweren. Haben wir Valkyrion, der Magnetkrieger. Das sind Yugi Legendary Decks. Dann haben wir Sophia, Göttin der Wiedergeburt. Ich weiß zwar nicht, was die geht. Ich weiß aber, dass die zumindest teilweise eine ganz gute Karte war, ist und sehr cool aussieht. Dementsprechend lege ich mir die mal raus. Und dann haben wir den Dark Magician aus den Legendary Decks. Urwerkgeist. Oh, aus Fusion Enforcers. Beschworener Kaliga. Ja, wir erinnern uns, in seiner letzten Sendung war eine 100-Euro-Abo-Spende. Da war sogar Beschwören dabei. Sehr cool. Beschworener Kaliga. Ach, die ganzen... Nee, oder? Alter. Die ganzen Beschworenen am Start. Vor allem der hier ist ja teuer. Alter Vater. Also, Beschworener Kaliga. Beschworener Raijin. Oder Raijin. Beschworener Kokytos. Beschworener Purgatrio. Beschworener Magellanzia. Beschworener Mechaba. Und Beschworener Elysium. Mega fett, Leute. Boah, schau euch das mal an. Ist das nicht ein Bild? Oh, ohne Witz. Einfach saugeil. Einfach saugeil, Leute. Erleichter der Beschwörer zweimal am Start. Mal wieder mal ein paar Commons. Dann, oh Gott, Petiteranodon. Oh Gott, 10.000 Anläufe. Topf der Gegensätzlichkeit, auch cool. Dann haben wir elektromagnetische Schildkröte, war auch mal teilweise was wert. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht. Schädelsuchender Ritter. Dann haben wir aus Call of the Duelist einstürzende Fallgrube. Tatsächlich gar nicht mehr so Niermint. Die sieht tatsächlich schon ziemlich ramponiert aus. Also dafür, dass es halt eine so moderne Karte ist. Also die hat hier leichtes Silvering, oben leichten Knick. Auch cool, dass man sowas heute noch sieht. Dann haben wir Phönix-Ungeheuer Garudia. Guki Revanche-Kampf. Schwer gepanzerter Zug Eisenwolf. Schauen wir mal weiter. Was wir noch so haben. Ultimativleiter Tyranno. Ja, das ist aus dem Dino-Structure-Deck gewesen, glaube ich. Mega cool. Und dann haben wir hier Seelenfressender Oviraptor. Die finde ich beide cool. Die will ich mir auch mal rauslegen. Das sind für mich einfach optische Highlights. Vom Wert her weiß ich gerade nicht. Wenn es irgendwas wert sein sollte, werde ich es euch natürlich einblenden. Dann haben wir Untergegangene Welt. Gehört ja auch zu denen. Wieder Yugi Legendary Zeug. Oh, dann haben wir Verlorenes Paradies. Auch eine sehr schöne Karte. Eine meiner Lieblingskarten aus Duelist Saga. Guki der Große, Ogre. Nummer 35, gefräßige Tarantel. Dann haben wir himmlischer Doppelstern-Schamane, kosmischer Blasardrache und Elemental Prisma, tatsächlich aus Fusion Enforcers. Das ist für mich ein Highlight, der Blasardrache. Der ist, glaube ich, auch sonst nirgendwo wirklich rausgekommen. Den lege ich mir auch mal beiseite. So, die Holos, die tun wir wieder dahinter. So, dann schauen wir mal, was erwartet uns denn noch alles. So. Dann haben wir Unterterror Höhlenkampf aus Raging Tempest, Unterterror Behemoth Stygo Krake, Unterterror Höhlenkampf wieder, oh, Varakönig Gaitogasym, das Desaster aus Raging Tempest,
Ja, das sind also hier wahrer König, wahrer Draco und wie sie alle heißen, die finde ich halt einfach mega cool. Wahre Könige ja sowieso. Und der Terror-Erzfeind Krieger. Cyberengel Natascha. Nochmal den Höhlenkampf. Eieieiei. Meine Handgelenke schreien schon. Dann gucken wir mal. Schatzpanda war, glaube ich, sogar eine Shortprint. Auch eine saukoole Karte, so ein bisschen an Indiana Jones angelehnt. Trickster Lycoris. Okay. Da haben sie mal wieder so ein paar mehr Vanillas gemacht mit diesem vom Weltkelch, aber ich finde die Designs halt nicht so wirklich gelungen von denen. Aber schön, dass wir mal wieder was gemacht haben. Oh, Schloss Link. Saugeil. Das ist so eine Traumkarte von mir. Tun wir erstmal die Holos, die wir jetzt hier bisher hatten, dahinter. So, aber wir gleich aussortieren. Gut, also Schloss Link ist eine Karte, die geht halt nix, ne? Die ist absolut nix wert, aber ich finde das Design ist so toll, Leute. Ich werde das mal ein bisschen näher ranhalten, dann kann man das vielleicht besser erkennen. Schaut mal, richtig böse hier hinten, Alter. Voll geil, da mit diesem Blutmond oder was das ist. Das ist einfach mega, mega cool. Die lege ich mir natürlich auf jeden Fall raus aus Court of the Duelist. Da haben sie sich artwork-technisch selbst übertroffen. Dann machen wir mal weiter. Jetzt kommen die ganzen Rares. Jetzt haben wir hier Trickster Reinkarnationsnelke tatsächlich. Auch aus Code of the Duelist. First. Tatsächlich eine sehr, sehr schöne Karte auch. Ich finde tatsächlich auch, dass diese ganzen Zauber und Fallen der Trickstars fast noch besser aussehen als ihre Monster. Das sieht man auch relativ selten. Dann haben wir nochmal Trickster Lycoris. Fallenkartenstellerin Mantis. Nochmal Lycoris. Dann haben wir Bergungsagent Fahrer. Auch das ist ja eine relativ wertlose Karte. Legen wir aber schon allein aufgrund der Tatsache aus, dass es halt eine richtige Booster-Holo ist. Dann haben wir Fallenstellerin Mantis nochmal. Guki Revanche-Kampf als Holo. Dann haben wir hier wieder Rares. Ib, die Weltkelch-Priesterin. Eine der schönsten Weltkelch-Link-Monster überhaupt. Dann haben wir nochmal Auram. Noch zweimal die Ib. Ach ja, das waren noch Zeiten, die ganzen, die ersten, die so rausgekommen sind, da war das alles noch neu und befremdlich. Marsch der Dunkelbrigade, auch eine schöne Booster-Holo, sehr cool. Auch die legen wir uns natürlich direkt raus. Dann haben wir hier nochmal Diamantenstaub oder Diamantstaub. Und natürlich Vermächtnis eines Helden, eine sehr coole Duser-Karte. Dann haben wir noch das Raging Tempest, Zodiac, Radpier. Zodiacs finde ich ja vom Design her sowieso immer relativ cool. Schauen wir mal, was uns noch alles erwartet. Formelsynchron aus Duelist Saga. Christron, Quarion, Gandrax. Alter, diese Namen. Ultra Rare aus Raging Tempest. Sehr cool. Also ein Booster Holos mangelt es hier wirklich nicht. Sternzeichenkundler Alresha. Sternzeichenkundler Jungfrau. Sternzeichenkundler Antares. Urwerkgeist. Ungeheuerkrieger Puma. DD Jet Eisen. Also nie gesehen die Karte. Auch gut. Dann Cummins, dann haben wir wieder den Leitogasym, das Desaster. Baumfrosch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Baumfrosch ist einfach eine epische Karte. Das ist die Karte, also nicht mal der Austauschfrosch, sondern eher der Baumfrosch ist die Karte, wo ich die Frösche mit verbinde. Dementsprechend bedeutet sie mir so ein bisschen mehr als als der Austauschfrosch, auch wenn der Wert viel mehr wert ist. Sternzeichenkundler Antares haben wir da wieder. Okay. Na, ja, das ist halt immer am spannendsten, wenn Holos und Kamen so ein bisschen gemischt sind. Dann haben wir Neogalaxie Augen Seiferdrachen. Da gibt es auch so einen Seiferdrachen, der 7 Euro wert in Super Rare. Das ist jetzt der aber nicht. Na, der kommt aus Ranks of Legends. Alter, geil! Lavalval-Kette aus Hidden Arsenal 7. Sind wir auch wieder bei 6,50 Euro das Stück. Mega nice, Alter. Die war damals richtig spielstark, eine der wenigen Laval-Karten, die tatsächlich sehr gesucht waren. Hat nochmal einen Gold Rare Reprint bekommen, das war es dann aber auch so ziemlich. Und die wurde natürlich immer in Secret Rare gespielt, weil sie halt wesentlich besser aussieht. Und das Artwork ist natürlich auch Bombe. Also das ist eine Karte mega, mega cool. Laval-Kette habe ich tatsächlich auch gar nicht so oft. Ich glaube erst 6 oder 7 Mal tatsächlich. Habe ich erstmal nie wirklich bewusst rangekauft. Und hatte sie auch tatsächlich nie wirklich in Sammlungen dabei. Wenn, dann waren sie natürlich meistens Near Mint tatsächlich. Aber ansonsten nie wirklich dabei gehabt. Cyberengel Natascha, okay, super rare. Schauen wir mal weiter, was haben wir noch so? Gachi Gachi Gatenso, diese ganzen Karten aus YSL. Ihr müsst mal die Karten nehmen, bloß so ein bisschen, ganz leicht, nicht fest, nicht, dass ihr was kaputt macht, aber biegt die mal ganz leicht, ihr werdet merken, wie dünn diese Pappe ist. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben. Dann haben wir Unterterror-Behemoth Dragosarium, eine meiner Lieblings-Unterterror-Karten, die war so geil, aus Raging Tempest, die wollte mir nie eine abgeben früher, jetzt habe ich sie Gott sei Dank in Unmengen, aber die hatte ich am Anfang richtig schwer, die zu kriegen quasi. Dann haben wir Sternzeichenkundler Jungfrau. Nochmal eine Lavalval-Kette. Alter, wie krank.
Nochmal 6,50 Euro. Holy shit. Holy shit, Leute. Mega krass. Alter. Alter. Übelscher Golem. Die liebe ich auch vom Artwork her, die Karte. Einfach mega geil. Harpchen Federsturm. Das war tatsächlich ihr Originalprint in Duelist Saga. Ihren Reprint hatte sie tatsächlich in dem Duelist Pack 4, glaube ich. Oder in dem LED 4. Duelist of Roses oder wie die hieß. Da war sie in Super Rares Reprint drin. Laval Plogis, Blechherzog oder Erzherzog. Auch cool. Und dann haben wir Standzeichen Kundler Zuben El Shamali. Was für ein Name. Dann gucken wir mal weiter. Edelstein Ritter Meister Diamant. Auch cool. Gozuki. Ist auch eine recht coole Karte. Geht vielleicht auch so 1-2 Euro. Dann haben wir Edelstein Ritter Zirkonia. Und nochmal einen Mezuki, der vielleicht auch noch so 1-2 Euro gehen könnte. Ist aber nur eine Schätzung, bin ich mir nicht sicher. Ihr werdet es ja, wenn es so ist, eingeblendet bekommen. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben noch eine Menge vor uns, Leute. Alles schon 33 Minuten. So, gucken wir mal. Hier darf ich wieder drehen, so wie es aussieht. Alter Schwede. Hasenbüchse finde ich auch cool. Hätte mir als Alti sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, das Pink im Hintergrund, das gefällt mir irgendwie so. Dann haben wir Standzeichen Kundler Leonis. Okay. Dann haben wir Standzeichen Kundler Alresha. Okay. Standzeichen Kundler Rasal. Was sind das für Namen? Dann haben wir Ewigishki Livianima, mega schön. Gishkis finde ich sowieso cool. Ein paar von denen gehen auch was. Ich weiß nicht, ob die dazu gehört, aber ich finde sie halt einfach cool vom Design, ne? Deswegen wird sie mal rausgelegt. Gishki gehört mit zu meinen Lieblingsthemen aus der Hidden Arsenal Reihe. Gishki Vorankündiger, Sternzeichenkarte. Okay, dann schauen wir mal. Oh, muss ich jetzt wirklich wieder alles drehen? Alter Vater. Ich das gar nicht leiden kann, wenn die Karten immer so. So, dann haben wir Eisenhammer, der Riese, Maestrum, der Dirigenten-Djinn, der kommt tatsächlich mal im Astralpack als Ultimate Rare raus, warum auch immer. Sternzeichen Kundler Leonis. Dann haben wir Showduel, das ist eine cool designte Karte, muss ich sagen, aus Duelist Saga. Urwerkgeist, dann haben wir hier ein zweites Lost Paradise. Und Heißer Himmelssturm, auch eine coole Karte vom Design her. Nummer 53, Earthheart oder Hard Earth. Alter, was ist denn heute mit meiner Sprache los? Ich verhaspel mich heute so oft. Temtempo, der Trommel-Djinn. Musorhythmus, der Gitarren-Djinn. Der erste Drache. Oh, Nummer 92, Hard Earth Drache. Aus dem Adventskalender. Normalerweise wäre der jetzt nicht viel wert, aber aufgrund der Master Rule 5 wird er wieder extrem spielbar werden. Und dementsprechend geht er, glaube ich, so ein 5er oder so, ein Super Rare. Auch cool. Allein deswegen legen wir uns den mal raus. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Cyberdrache aus Duelist Saga. Will ich mir auch mal rauslegen. Dann haben wir nochmal den Livianima, den wir uns hier auch nochmal rauslegen. Gisch die Fotospiegel, nochmal Meisterdiamant. Seraphinit war auch mal ganz schön viel wert, mittlerweile aber nicht mehr so spielbar, dementsprechend nichts mehr wert. Nochmal den Fotospiegel, Sternzeichen Kundler, Schlag mich tot, Goldsarkophag in Ultra Rare, sehr cool, aus den Yugi Legendary Decks, Einbildungsunterwäldler aus BLLR, auch cool. Dann haben wir nochmal den Eisenhammer, der Riese. Ungeheuerkrieger Puma, okay. DD Jet Eisen. Gehirnkontrolle. Okay, und das war's jetzt hier erstmal mit den Honus. Die tun wir jetzt wieder mal zur Seite. Und gucken mal, was uns der nächste Stapel bringt. Okay, da haben wir Finsterlord Nasthen. Valhalla. Oh, nice! Da haben wir sie ja. Finsterlord Ixel. Sehr cool. Sehr cool. Also das ist ein Highlight. Das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Die war ja auch relativ short in dem Set. Die hat ja einmal pro Display war die, glaube ich, drin. Dann haben wir, oh Gott, den kann ich nicht aussprechen, antiker Antriebsapparat. Okay, dann haben wir hier Zukunftsfusion aus Duelist Saga. Eieiei, so, Finsterlord Superbia, Valhalla, Super Rare. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir Weißer Schleier, eigentlich auch ein ganz angenehmes Artwork. Dann die Spielmarke, Jura-Ei-Spielmarke. Finde es jetzt cool, dass die Spielmarken auch Namen haben. Oh, Nachbarsgras ist grüner. Was die aktuell geht, kann ich gar nicht sagen, aber die war ja auf jeden Fall mal was wert. Das Raging Tempest war eine sehr gesuchte Secret Rare. Die legen wir auch mal raus.
Sehr cool, wirklich sehr cool. Mir rutscht das jetzt dann bald alles weg, Leute. Das ist schon richtig hoch. Okay, dann schauen wir mal weiter. Dort haben wir hier wieder einen Sternkundler. Gusto Greif, okay. Dann haben wir Gladiator-Ungeheuer Gyzarus. Nochmal ein Elemental aufrichtiger Neos. Nice. Alter, richtig geil. Den legen wir uns natürlich auch raus, gar keine Frage. Alter Schwede, der ist auch cool. Alexandridrache, der gehört ja auch zu den eher neuen Karten, muss man sagen. Aber trotzdem, eine schöne Wandela. Doppelflossenhai, okay. Dann haben wir hier Lichtflügelschild. Dann haben wir wieder den Trompetengin. Dann haben wir, was ist das? Staubsturm von Gusto. Und Standzeichenkundler Chaos. Okay. Zap. Einmal darüber. Einmal hier hin. Und der nächste Stapel. Mal gucken, was der uns bringt. So. Zap, zap. Zap, zap. Dann haben wir Sternzeichen Meteor. Okay. Sternzeichen Meteor. Ich skippe das jetzt nicht. Ich drehe das jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Lust mehr. Dann habe ich nochmal Sternzeichen Kundler zu Baben El Shamali. Synchroruf. Wandererkönig Wildwind. Nochmal einen Baumfrosch. Den legen wir natürlich raus. Ist ja vollkommen klar. Dann den Grümpel-Synchronisierer. Zweimal. Grüße gehen raus an Renebrain. Sternzeichen Kundler Pollux. Seat, dunkler Magier des Chaos, sehr cool. Dark Magician, auch aus den Yugi Legendary Decks. Sternzeichenkundler Aldebaran, okay. Sternzeichen Wiege, Gusto Greif. Oh, Gishki, cool. Gishki Psychelone, okay. Ich glaube, das ist das einzige Gishki-Ritualmonster, das nicht Secret Rare war. Alle anderen waren ja alle Secret Rare gedruckt. Haben wir nochmal Sternzeichenkundler ohne Ende. Nochmal eine Sophia, die wir uns natürlich rauslegen. So, oh, magische Formel habe ich mir tatsächlich aus Gladiators Assault First Edition Secret Rare geholt. War, glaube ich, aus Gladiators Assault. Geht ja sau viel, dreistellig. Mega cool. Dann gucken wir mal. Brudonna. Dann haben wir nochmal den Neogalaxierungs-Eiferdrachen. Nochmal den Sternzeichenkundler. Okay, so, dann müssen wir wieder die Holos hier zur Seite legen. Zack. So, dann schauen wir mal weiter. Übelscher Coppelia. Didi Telepath Sternenspatz. Das ist übrigens ein Charakter aus dem Anime. Also im Anime war er keine Karte, sondern halt ein Charakter sozusagen. Übelscher Golem. Schweigsamer Magier Level 8 aus den Decks. Dann haben wir hier Magier des Schwarzen Chaos, immer schön zu sehen. Oh, das ist cool, das ist mega cool. Das ist mega cool, Leute. Zodiac Rasseklinge. Alter, mega cool. Aus Raging Tempest, First Edition. Die legen wir uns natürlich raus. Schöne Booster-Holo. Ich weiß gerade nicht, was die wert ist, kann ich nicht allzu viel zu sagen. Übischer Coppelia, okay, nochmal ein Seraphinit, also allein wenn der Seraphinit noch seine 7 Euro gehen würde, was ja nicht der Fall ist, wäre das auch schon wieder voll der Jackpot eigentlich. Okay, dann haben wir hier Infernoid Deviati, der hat ja auch einen Reprint dann später bekommen. Ist hier aber tatsächlich aus dem Originalset, Cross, allerdings nicht First und hier oben auch schon ein bisschen angeditscht. Ich will ihn trotzdem mal rauslegen. So, dann schauen wir mal weiter, was haben wir noch so Schönes? Alles verkehrt rum, Alter. Doch, das wird später wieder was zum Sortieren, Leute. Okay, das sind jetzt Cummins gewesen. So, gucken wir mal. Ganz viel Infernoid-Stuff. Blumenkardians. Heißer Himmelsturm, Wachpinguin, fossiler Pach. Nee. Übelscher Salamandra. Okay, dann haben wir nochmal eine Gehirnkontrolle in Dusa. Oh, Zodiac Breitbulle. Mega cool aus Raging Tempest. Der war, glaube ich, auch mal viel wert. Der war richtig viel wert. Wie viel der aktuell wert ist, weiß ich zwar auch nicht so wirklich im Kopf. Ich werde es euch natürlich einblenden, aber das ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Ne? Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Mega schön. Alle, ihr seht schon, richtig krass. Und das alles also für lau quasi. Mega krass. Heißer Himmelsturm. Finsterlord Kontakt. Finsterlord Amdusk. Feuer des jüngsten Gerichts. Sternzeichen Wege
Doch, Wiege, genau. Edelsteinritter Lazuli. Kosmisches Flimmern. Hängt irgendwas? Ach, Karton, okay. Dann vollgepanzerter Schwarzstahl-Lanzenträger. Stille Angler. Ewig infernale Startrampe, die ist ja gebannt. Schon ewig. Oder ist die limitiert? Ich glaube, die ist gebannt, ne? Außer es hat sich irgendwas bei der neuesten Banlist verändert. Die hat mich eigentlich nie so wirklich. Mich interessieren Banlisten eigentlich gar nicht, Leute. Ich bin kein Spieler. Aber ich guck's mir halt einfach trotzdem an. Übelscher Coppelia. Und dann haben wir nochmal einen Gischki Psychelone, den ich mir rauslegen möchte. So, nochmal Übelscher Salamandra. Und das war's, wenn man so möchte. So, die Holos mal wieder beiseite legen. Gut, dann geht's natürlich locker flockig weiter. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. So, dann schauen wir mal. Wieder Schatzpanda aus Sambina war, glaube ich, auch ein Shortprint. Wobei, was heißt heute eigentlich Shortprint? Also zumindest bei den Cummins ist es ja so, dass du von den Shortprints ja trotzdem eine Unmenge an Sachen ziehst. Also da ziehst ja jeder einmal aus dem Display oder zweimal oder so. Ist ja eigentlich voll witzlos geworden. Lee, die Weltkelch, Phoenix wert, aber aus dem Original-Set dementsprechend natürlich rausgelegt. Inkarnation der legendären Exodia, auch die möchte ich mal rauslegen. Ich glaube, die geht auch 1 Euro oder so. So in die Richtung zumindest, 1-2 Euro. Dann haben wir vollgepanzerter Kristall 0 Lanzenträger. Dunkles Magiermädchen geht auch immer. Dann haben wir Überlebensende. Okay. So, dann hätten wir den Stapel auch durch. 3 Holos noch. Zack. So, letzter Stapel, Leute. Endspurt. Ich habe es mal wieder geschafft, bald eine Stunde aus 2 Boxen rauszuholen. Ich bin halt einfach ein Profi. Feinstellerin Mantis. Dann haben wir Diamantstaub. Nein, oder? Ist die komplett drin? Ist die komplett drin, Leute? Alter, natürlich ist die komplett drin! What the fuck? Okay, ein Teil fehlt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Alter, das ist mega. Wenn die noch genauso viel wert ist wie zuletzt, dann ist die mindestens 21 Euro wert. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich nachgeguckt habe. Ich lege jetzt einfach mal hier repräsentativ den Kopf raus statt alles. Alter, das ist ja mega. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Übelscher Azathoth. Und ja, da haben wir das letzte Teil tatsächlich. Mega. Einfach mega, Leute. Ich muss das mal alles zusammenrechnen, was das Zeug eigentlich geht. Das ist ja krass. Harpien Federsturm. Duelist-Sager. Dann nochmal Azathoth. Sternzeichenkundler. Splitterfusion. Leonis. Plogis. Nochmal ein Unterterror-Behemoth Dragosarium. Sternzeichenkarte. Und ich würde sagen, wir sind durch. Ja, Leute, Fazit zur Sammlung. Muss ich dazu noch was sagen, Leute? Ist das nicht fett? Ist das nicht fett? Ohne Witz, guckt euch mal an. Allein, das sind nicht mal alle Holos, das sind halt nur die Highlights, Leute. Das sind nur die Sachen, die mir entweder persönlich sehr gut gefallen oder die halt einfach einiges wert sind. Das ist einfach heftig, Leute. Das ist heftig und die meisten Sachen sind tatsächlich in einem absolut brauchbaren Zustand. Ja, diese ganzen beschworenen, mega cool, zweimal Lavalval-Kette, auch krass, die Exodia. Es reißt nicht ab, die ganzen LED-Ultras und Supers. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Zweimal der aufrichtige Neos. Auch zusammen wieder 6, 7 Euro. Das ist einfach brutal, Leute. Das ist einfach brutal. Wahnsinn. Also die beiden Boxen haben mir auf jeden Fall weitergeholfen. Mega cool. Vielen, vielen Dank, Ludi. Du bist echt der beste Arbeitskollege, den man haben kann. Ja, nicht nur, dass du ständig meinen Quatsch ausbesserst, sondern jetzt habe ich auch noch hier mega coole Karten bekommen. Richtig, richtig geil, ohne Witz. Das wird aber auch natürlich das letzte sein, was wir von Ludi gesehen haben, weil der ist eigentlich mehr Spieler als Sammler. Und ich glaube, mehr hat er eigentlich gar nicht. Er hat jetzt halt wahrscheinlich noch die Sachen, die er halt so spielt. Und das war's. Aber es ist einfach mega krass. Mega, mega krass. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Ja, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und ja, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.